Kästner bin ich gekommen, weil wir die Zollfahndung, wenn man ja, die Zollfahndung seit oder über fast 10 Jahre lang im Zigarettenschmuggelfall über Montenegro ermittelt haben. Und in diesem Zusammenhang tauchte während der Zeit der Ermittlungen ein gewisser Sreczko Kästner auf, der als Zulieferer für Schmuggelzigaretten in Erscheinung getreten ist. Wir haben uns dann hinter diese Person geklemmt, um in Erfahrung zu bringen, von wem und in welchem Umfang der Kästner Zigaretten liefert für den Schmuggel. Dieser Zigarettenhandelsverkehr ist ein geregelter Handelsverkehr. Das heißt also nur Leute, die also mit den Firmen auf reelle Geschäfte machen, mit den Tabakherstellern können Zigaretten, zollfreie Zigaretten beziehen, konnten zum damaligen Zeitpunkt, sogenannte Duty-Free-Ware. Wie es dem Kästner gelungen ist und den anderen Leuten, die hier an diesem Zigarettenschmuggel beteiligt waren, an diese großen Mengen zu kommen, ist bis heute ein Rätsel. Es wird vermutet, oder wir haben festgestellt, dass es einfach bestimmte Leute gab, die den Zugang zu den Tabakmultis hatten. Die Schmuggelzigaretten, die also später für den Schmuggel bestimmt waren, die kamen in der Mehrzahl von Philip Morris, aber auch von anderen, Pall Mall, BAT und so weiter, von den großen Zigarettenmultis. Und offensichtlich ist es diesen Schmugglern, diesen Organisatoren des Schmuggels gelungen, an große Mengen Zigaretten zu kommen, diese zu ordern, zu kaufen und dann auf vielfältige Weise, auf verschiedene Umwege nach Montenegro zu bringen, um sie dann von dort, von Montenegro in die EU zu schmuggeln. Begonnen hat das ganze Zigarettenschmuggelgeschäft Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre. Da haben wir hier im Lindauer Raum, also im süddeutschen Raum, festgestellt, dass fast täglich große Mengen an Zigaretten, zollfreier Zigaretten, mit LKWs Richtung Montenegro gegangen sind. Zuerst nach Koper in Slowenien, in Koper auf die Schiffe dann und von Koper nach Bar in Montenegro. Und da haben wir zusammen mit der Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen und diese Ermittlungen haben sich dann über fast 10 Jahre erstreckt. Die meisten Zigaretten gehen direkt von der Herstellung aus einem Zigarettenbetrieb, werden direkt im Zoll, im Finanzamt gemeldet und müssen versteuert werden. Das ist der normale Verkehr. Zur damaligen Zeit konnte man aber Zigaretten zum ungewissen Verkauf kaufen. Das heißt, sie waren zollfrei, sie mussten aber irgendwo gelagert werden und wurden überwacht, dass die Steuer, der Zoll irgendwann bezahlt wird. Diese Organisatoren in der Schweiz, das waren also echt ungefähr 8 Leute internationaler Herkunft. Es waren Schweizer dabei, es waren Spanier dabei, es waren Engländer dabei, es waren Italiener dabei, Mitglieder der Mafia. Also dieser Kreis, der den Zugang zu diesen zollfreien Zigaretten hatte und die diese Zigaretten auch kaufen konnte bei den Herstellern, die hatten dann diese Zigaretten zuerst in Zolllager in der Schweiz gelagert, zollfrei. Zolllager in der Schweiz dienen dazu, Ware zollfrei zu lagern. Und dann hat man den Auftrag gegeben, diese Zigaretten, die ja nie für den Markt hier bestimmt waren, sondern für den Schmuggelmarkt bestimmt waren, aber zollfrei waren, also billig waren, nach Montenegro zu bringen. Die Ermittlungen liefen immer parallel zu den Lieferungen, die uns tangiert haben. Und wir haben erstaunlicherweise immer wieder festgestellt, dass diese Lieferungen sich immer erhöht haben. In Spitzenzeiten, in den Mitte der 90er Jahren, kamen wöchentlich bis zu 30, 40, 50 LKW beladen, voll beladen mit Zigaretten über die Grenzen hier. Und die sind dann alle Richtung Montenegro gefahren. Den Umweg hat man deshalb genommen, zu Bingen hat man auch versucht, Zigaretten in Italien direkt abzusetzen, aber die Schwierigkeit bestand darin, dass sie über die Grenze müssen. Sie müssen ja von der Schweiz nach Italien rein. Damals bestanden ja noch die Grenzen und dann hätte der italienische Zöllner gesagt, machen wir den LKW auf, der ist voll Zigaretten, die musst du verzollen. Das wollten sie alle nicht. Sie wollten nichts verzollen. Sie brauchten ein Land, wo man die Zigaretten einfach mal zwischenlagert und dann auf unbemerkt in die europäische Gemeinschaft bringt. Und das war der Grund, warum man Montenegro genommen hat. Das Montenegro ist von Haus aus schon immer korrupt gewesen, also zumindest die Politiker dort, die brauchten viel Geld. Der Dukanovic hat sich von Milosevic damals abgewandt, war früher sein bester Freund,
hat sich selbstständig gemacht, das Land selbstständig gemacht und er konnte nicht mehr leben, kaum mehr überleben. Er ist autonom geworden, aber er konnte nicht mehr überleben. Und da haben diese Leute, die Kontakt zu ihm hatten oder zu der Regierung dort hatten, gesagt, du kannst sehr viel Geld verdienen, du bekommst von uns sogenannte Transitgebühren. Für das, dass wir die Zigaretten runterbringen nach Montenegro, gigantische Lager waren da, ich war selber unten, die habe ich gesehen, wie die das. Und dann bekommst du zwischen 3 und 15, ungefähr 3 und 15 US-Dollar pro Mastercase, pro Skadron, nur Transitgebühren. Das hat die Regierung dankend angenommen und in der Folge, in den 10 Jahren, hat die Regierung von Montenegro, soweit ich mich erinnern kann, etwa 300 Millionen US-Dollar an Transitgebühren eingenommen. Und dieser Kreis der 8 Leute, die diese Zigaretten über viele Stationen, ist wie ein Geschäft. Sie müssen das Ganze wie eine Firma. Es war eine Firma. Es war eine riesengroße Betrugsfirma. Die hatten also alle Stellungen wie in einem Großbetrieb. Diese 8 Leute hatten Kontakt zur Regierung von Montenegro. Dort brauchten sie, damit sie die Ware dazwischen lagerten. Sie mussten sehr viel Geld haben. Sie hatten Kontakt zu Leuten in der Schweiz, die das Geld zur Verfügung gestellt haben. Sie hatten Kontakte zu Treuhändern in Liechtenstein und in den sonstigen Steueroasen der Welt, um fingierte Rechnungen zu machen. Sie hatten Kontakt zu der Mafia, die Zigaretten abgenommen haben. Also es war ein gigantisches Unternehmen. Für den Dukanovic und die Regierung war das ein tolles Einkommen. Vor allem konnte er sagen, ich habe eigentlich nichts gemacht. Die Zigaretten kommen mit Schiffen zu uns. Sie werden zollamtlich in Montenegro überwacht. Sie kamen in die Zolllager und wir Montenegriner, wir vom Zoll, passen auf, dass diese Zigaretten auch wieder Montenegro verlassen, damit sie nicht auf den Schwarzmarkt von Montenegro gehen. Das war elegant, aber und dann hat er gesagt, ja, aber wo die Zigaretten hingehen, das weiß ich nicht. Haben aber festgestellt, und das ist auch bestätigt worden dann im Nachhinein, dass es eben bis in Spitzenzeiten in Montenegro bis zu 120 Schnellboote gegeben hat, insbesondere der italienischen Mafia. Das waren sogenannte Hochleistungsschnellboote, ich habe sie selber gesehen. Ich war unten, wir waren mehrfach unten. Es waren Boote, jedes Boot kostet dann 1,5 Millionen, mit starken Motoren, konnte beladen werden mit 300, 400 Mastercase. Ein Mastercase sind 10.000 Zigaretten, 50 Stangen in einem Mastercase, ein Karton. Die wurden bei Nacht beladen und in 2, 2,5 Stunden sind die übers Meer von Montenegro nach Italien, an die Küste. Und dort sind sie von der Mafia genommen worden, bei Nacht ausgeladen worden, gebunkert worden, also auf den Schwarzmarkt gelangt. Die Organisation, Übernahme der Zigaretten, Bezahlung der Zigaretten, Bezahlung der Hauptorganisatoren in der Schweiz hat die Mafia übernommen. Und zwar die jeweiligen Mafia-Verbindungen, die zuständig waren in den jeweiligen Staaten für die Verbindungen. Für den Raum dort unten in Bari war es eben die Sacra Corona und in Neapel war es die Camorra, die einfach das übernommen haben. Da gab es die Zigaretten wurden in der Schweiz bestellt, bei den Treuhändern. Jeder dieser Organisatoren, also dieser Haupttäter, hatte Treuhänder und Treuhandfirmen in der Schweiz, um die Lieferungen mit Namen zu versehen. Und diese Treuhänder wiederum, die haben Rechnungen erstellt und haben das Geld auch wieder eingenommen. Das Geld kam in der Regel von den Mafia-Organisationen, das ist auch festgestellt, das ist auch sicher, Cash mit besonderen Booten aus Italien oder Spanien in die Schweiz. Und die Gelder kamen also dann in Cash dort an. Dort wurden sie in einer Wechselstube in Chiasso, gab es einen internationalen Geldwechsel, der alles dieses Geld entgegengenommen hat. Der war voll beschäftigt, der Mann, der hat Millionen verdient. Da kamen also Peseten, 4 Zentner Peseten, 8 Zentner Lire, am damaligen Zeitpunkt noch kam man rauf und dann wurde das eingewechselt, auf den Konten gut geschrieben, den Treuhändern gut geschrieben, die Treuhänder haben wieder die Hauptorganisation informiert und die haben wiederum ihre Verbindungsleute bei den Tabakkonzernen gesagt, wir kaufen wieder 25 LKW der Marke so und so, 30 LKW der Marke so und so. Und so lief das über 10 Jahre hinweg. Verdient hat aber nicht nur der Präsident, sondern da waren also einige Regierungsmitglieder, die mit dabei waren. Das Erstaunliche war, dass ich in den Jahren, sage ich mal ein bisschen vorsichtig, aber sagen wir von den 90er Jahren an, haben wir ja ständig unsere, alle, die interessiert sein mussten, weil das so läuft, informiert.
Ich kann mich erinnern, dass ich hunderte von Berichten, Mitteilungen geschrieben habe. Heute sind schon wieder 25 Lkw gekommen, die gehen nach Montenegro. Also streng genommen hätte in Montenegro jeder Einwohner, ich weiß nicht, wie viele Einwohner das hat, 1,5 Millionen, 1,8 Millionen Stereo am Tag 10 Stangen Zigaretten rauchen müssen. Also es war für jedermann erkennbar, dass es ein Betrug ist. Wir haben es in Brüssel mitgeteilt. Wir haben es hier unter meinen vorgesetzten Dienststellen mitgeteilt. Und dann wurde uns immer gesagt, ja, wir können diese Transporte nicht stoppen, weil wir letztlich nicht beweisen können, dass die Zigaretten, die am 26. November um 17.13 Uhr da über Linda reingekommen sind, dann 4 Wochen später an der Küste von Bari oder irgendeinem Urlaubsort von Rimini schwarz geraucht werden. Ja, natürlich konnte man das nicht beweisen. Man konnte ja nicht hinter den Zigaretten herlaufen. Also das war das Hauptargument, nichts zu machen. Wir haben dann diese Transporte überprüft, haben gesagt, so, wir haben jetzt, stellen jetzt zusammen, ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr, alle Zigarettentransporte, die aus der Schweiz rein sind, wollen wir jetzt kontrollieren, was in Bar, das ist der Hafen von Bar, von Montenegro, was mit den Zigaretten passiert ist. Hat man 1000 Schwierigkeiten, der Fotokopierer war nicht da. Der wurde weggesperrt, das Zollamt hat überraschend zugemacht, der Vorsteher hat keine Auskunft gegeben, sind wieder ins Hotel zurück, dann haben wir wieder nach Brüssel wieder interveniert, ihr Druck gemacht, hat gesagt, also wenn es hier nicht macht, dann kriegt ihr keine Zuschüsse aus Brüssel. Also am Schluss ist es uns gelungen und dann haben wir mit den Zöllnern da unten geredet, haben die Belege gefunden und haben auch diese Transporte gefunden. Wir haben diese Transporte abgegeben von der Schweiz als zollfreie Transporte, schön mit Zollplomben zugemacht, zollfreie Transittransporte nach Montenegro gefunden. Und dann sind wir in das Zolllager und da habe ich, also das war ein Lager, das war gigantisch, ein Riesenlager, das war früher mal ein ganz wichtiger Hafen, aber bis zur Bedeutungslosigkeit abgesunken, nachdem Montenegro autonom war. Und dann waren bis, ich weiß nicht wie hoch, das 30, 40 Meter hoch oder was, da waren Gelagen und da waren die Zigaretten schön aufgeteilt nach den einzelnen Firmen. Nach den Leuten, denen die Zigaretten gehört haben. Ich kann mich noch gut erinnern, wie der Zollamtsleiter zu mir gekommen ist und hat so gemacht. Mehr raus. Dann habe ich gesagt, wohin denn? Italien, hat er gesagt, Italien. Dann sage ich, ja und mit was? Und waren die Schnellboote. Die meisten haben sie weggerannt, weil sie informiert wurden. Sie waren informiert worden, dass wir eine Dienstreise machen. Hat eine undichte Stelle in Brüssel gegeben. Wir haben angegeben, wir wollen nach Montenegro und dann hat man Fotomaterial mitgenommen, um die Schnellboote zu fotografieren. Die lagen also offensichtlich im Hafen von Kotor und Bar, so 2-3 Kilometer draußen, haben die gelagert. Wo wir unten angekommen sind, war kein Schnellboot mehr da. Und dann ist uns bestätigt worden, dass irgendeine undichte Stelle war, die den Leuten da unten gesagt hat, jetzt kommt die EU-Kommission mit den Zöllnern und die wollen schauen, wie das Ganze passiert ist. Und dann haben die ihre Boote abgezogen und sind ein paar Tage außer weg gewesen, irgendwo aufs Weite Meer rausgefahren oder in den Häfen, irgendwo anders. Da haben sie es gebunkert, die Boote, und als wir wieder weg sind, sind sie wieder da gewesen. Das ist also das Erstaunliche oft in solchen Staaten, die relativ arm sind. Die haben eine recht gut funktionierende Buchhaltung. Das hängt aber damit zusammen, dass sie selber misstrauisch sind und aufgepasst haben, dass die Zigaretten nicht irgendwo auf dem schwarzen Markt von Montenegro gehen. Sie wollten also sicher sein und haben gesagt, also wir machen zwar mit bei dem Betrug, aber wir passen auf, dass die auch rausgehen. Und die hatten also wunderschön, kamen hunderte von Belege, da stand dann schön drauf, Schnellboot mit der Kennzeichnung so und so. Besitzer, der Luigi Parmesani, mit 3 Besatzungsmitgliedern, mit dem Bootsname, 250 Mastercase am 6. 14.30 Uhr Montenegro verlassen. Am nächsten Tag war er wieder da, hat er seine 250 rübergefahren nach Italien, hat es auf den Schwarzmarkt gebracht, am nächsten Tag, die fuhren 24 Stunden. Gigantische Mengen. Wir haben dann gesagt, was können wir denn jetzt weitermachen, und eines Tages kriege ich einen Zeitungsartikel der kroatischen Zeitung National. Und bei diesem Interview, warum er da ausgesagt hat, der muss sich inzwischen dann oder während der Zeit mit dem Dukanovic zerstritten haben, hat Kestner ganz ausführlich geplaudert über seine Geschäfte mit Zigaretten,
ganz ausführlich geplaudert über die Verbindungen zu Dukanovic und was er dem alles bezahlt und wie er dem gesponsert hat und wie viele Millionen er gezahlt hat. Steht in dem Artikel wunderbar drin. Unter anderem hat Kästner auch zwei Maschinen, zwei Flugzeuge im Werte von 18 Millionen dem Dukanovic geschenkt oder gekauft, weil der kein Geld angeblich hatte, hat ihm seine Wohnung ausgestattet und Uhren und weiß der Teufel, also es ging munter hin und her. Warum er das erzählt hat, weiß ich nicht. Er ist dann nochmal darauf angesprochen worden und hat dann nochmal bestätigt in einem Interview, jawohl, das, was er damals gesagt hat, stimmt. Er hat den Kästner unterstützt, er ist ein Teil, ein guter Freund des Dukanovic, des jetzigen Präsidenten, der wieder Präsident ist, und er hat diesen Schmuggel begangen. Zum gleichen Zeitpunkt haben die Nürnberger Kollegen auch gegen Kästner ermittelt und haben dann 5 Transporte, oder was der Gegenstand dieses Verfahrens war, 5 oder 10 Transporte festgestellt. Wir haben aber festgestellt, dass der Kästner mindestens, also erinnerlich, weiß es nicht mehr, weil die Akten nicht mehr hat, die liegen bei der Staatsanwaltschaft, müssen in Augsburg liegen, im Archiv, schätzungsweise 300, 400, 500 Lkw geliefert hat. Gehen Sie mal davon aus, bei 2,5 Millionen pro Lkw, was an Steuern, und Embargoverstoß. Das kommt ja dazu, zum damaligen Zeitpunkt bestand ja das Handelsverbot. Das heißt also, es ist ein Verbrechenstatbestand, wäre ja da verurteilt worden, müsste 10 Jahre sitzen. Warum diese beiden Sachen nicht zusammengeführt worden sind, weiß ich nicht. Ich habe es ermittelt, wir haben das festgestellt und es ist auch unbestritten, dass es so war. Wir haben uns dann hinter den Kästner geklemmt, also ihn selber nie gesehen, aber geschaut, was er für eine Firma hatte. Und der Kästner hatte also ungefähr 6, 7 Firmen. Zum Beispiel, ich sage Ihnen nun mal, eine Firma Celisa Business in Nassau, eine Dalwich Enterprises in Limassol, Frema House Limassol, Lasel Universal in British Virgin Island. Also er hatte eine ganze Reihe von Firmen und diese Firmen haben wir etwas überprüft und haben die Zusammenhänge, so wie man halt ermittelt, und haben also etwas ganz Interessantes festgestellt, dass die Firma Dalwich Enterprise dem Sohn von Milosevic gehört, auf Zypern. Und wir hatten einen sehr wissen in diesem Geschäft, hat er mir viel mit V-Leuten gearbeitet, mit Informanten, sagen wir mal so, mit Informanten gearbeitet. Und wenn man jahrelang in diesem Geschäft ist, gewinnt man nicht nur Feinde, sondern man gewinnt auch Freunde. Und da waren also ganz gute Leute dabei, die also dieses Geschäft hervorragend kannten und die uns dann erzählt haben, wer denn eigentlich hinter dieser ganzen Sache steckt. Und der Sohn von Milosevic, der ist also offensichtlich in dem Büro von dem Herrn Kästner in Limassol gesessen und das war der sogenannte Türöffner, so ist er bezeichnet worden, durch seine Verbindungen vom Vater, der ja mittlerweile dann, glaube ich, schon in Haft saß. Aber er konnte immer noch aus alten Verbindungen die Türen öffnen, wo die Zigaretten hingehen mit allem. Also Kästner war schon hoch angesiedelt in diesem Geschäft und hat diese Geschäfte über diese Firmen gemacht, wobei natürlich auch ein großer Teil des Geldes in Limassol auf Zypern gebunkert wurde. Die Staatsanwaltschaft in Hof, glaube ich, die hat, nachdem die Kollegen von Nürnberg das Verfahren wegen dieser 5 oder 10 Transporte, ich weiß nicht mehr, wie viel es waren, abgewickelt hatten. Der Kästner war dann nicht mehr greifbar, der ist dann verschwunden irgendwo, in Dubai oder irgendwo, und dann wurde er zur Haft ausgeschrieben, weil er sich nicht zur Verhandlung gemeldet hat. Das ist das übliche Schema, ist dann ausgeschrieben worden und dann gab es irgendwelche, ich kenne den Hintergrund nicht, war dann irgendwo wo ist er festgenommen worden? In Serbien, glaube ich, irgendwo in Serbien. Und Serbien ist ja derzeit bemüht, gut bei der EU dazustehen und offensichtlich haben die Serben den Kästner genommen und gesagt, naja, da machen wir wieder Pluspunkte in Brüssel, den liefern wir jetzt nach Deutschland aus für die Gerichtsverhandlung. Und nachdem der Kästner, wie ich wusste, dass er nur wegen 5 oder 10 Transporte angeklagt war, kam der natürlich wahrscheinlich freiwillig im Dauerlauf dahergerannt und hat gesagt, jawohl, gebe zu. Der Richter muss ihn gefragt haben, wo gingen die Zigaretten hin? In den Schmuggel, so wie alles damals, nehmen die Strafe an, 10.000 Euro oder irgendetwas. Und war ganz happy, dass er mit dem davon gekommen ist. Warum der andere Komplex von uns, dieser beschriebene Komplex mit hunderten von Lkw-Sendungen, nicht eingeflossen ist, müssen Sie die Staatsanwaltschaft in Augsburg fragen. Das ganze Verfahren hat solche Dimensionen gehabt, das hat uns ja niemand geglaubt. Die Leute haben immer gesagt, das gibt's nicht. Also das glauben wir nicht, das kann gar nicht sein und mit solchen Dimensionen. Es mangelt insbesondere an der Zusammenarbeit in Europa.
Die Italiener haben, wir haben mit den Italienern gearbeitet, wir haben mit den Spaniern gearbeitet. Die Italiener haben nur die Leute verfolgt, die der Mafia zugehörig sind. Die Italiener haben wenig Interesse, steuerlich das aufzuarbeiten. Da müssten sie sonst die Zollgebühren, weil die Zollschuld ja dort unten entstanden ist, nach Brüssel abliefern. Das wollten sie wahrscheinlich nicht. Die Spanier haben kein Interesse, alte Fälle aufzudecken. Das hat man einfach so laufen lassen. Es hat niemand geglaubt, dass es diese Dimension hat. Und es war schwer zu sagen, wer ist denn jetzt alles beteiligt? Die Speditionen, die Zigaretten gefahren haben, die Treuhänder in der Schweiz, die Hauptverantwortlichen der Schweiz, die ja uns ja lange nicht bekannt waren. Denn die Zigaretten tauchten ja nicht unter einem Namen Kästner auf, sondern die tauchten immer, bei Kästner war es also eine Lasel Universal, die tauchte in den Rechnungen auf, wo Kästner sagt, diese Zigaretten, wo wir wissen, im Nachhinein gewusst haben, das sind Zigaretten des Kästner. Aber wir sind ja jahrelang, haben wir nicht gewusst, wem die Zigaretten gehören. Das musste erst im Laufe der Zeit durch mühselige Ermittlungen festgestellt werden. Und da tauchten in diesem Verfahren tauchten etwa 500 Firmen auf. Die haben zum Teil alle 14 Tage die Firmen gewechselt. Einfach nicht existente Firmen. Eine Brigitte S.A. in Bellinzona. Nur, sonst nichts. Stand nur drauf Brigitte S.A. Wir haben dann angefragt und gesagt, die kann doch nicht gültig sein. Da steht nicht mal Straße. Natürlich gibt es eine Brigitte in Bellinzona. Es gibt auch einen Hans und einen Rudolf in Bellinzona. Das reichte vollkommen zollrechtlich vollkommen aus, solche Dinge zu verwenden. Und die haben sich also immer Namen rausgesucht, die man nicht nachprüfen kann. Und meistens sind Steueroasen der Welt. Dann kriegen Sie sowieso keine Auskunft. Wenn Sie in British Virgin Islands anfragen, kriegen Sie keine Auskunft. Wenn Sie in Liechtenstein anfragen, kriegen Sie keine Auskunft. Wenn Sie in Panama anfragen, kriegen Sie keine Auskunft. Und wenn Sie bei Dulwich in Nicosia anfragen, kriegen Sie keine Auskunft. Da muss man also über Umwegen und mit anderen Leuten irgendwo in Erfahrung bringen, wer steckt denn hinter dieser Firma. Dann macht das Montenegro erstaunlicherweise einen Untersuchungsausschuss im Jahr 2002 oder 2003. Und prüft die Anschuldigungen nach. Auf 35 oder 45 Seiten kommt, das ist die Oppositionspartei von Montenegro gewesen, zu einem erstaunlichen Ergebnis, dass die Ermittlungen alle richtig waren. Dass es eine gigantische Plattform für den Betrug nach Europa war. Die haben untersucht zum Beispiel, ich lese Ihnen gerade vor, da hat ja dieser Untersuchungsausschuss in Montenegro, immerhin im eigenen Land, hat also die Vorgänge untersucht, hat alles bestätigt. Die meisten Leute haben gar keine Antwort gegeben, aber er hat untersucht. Am 29.06.1999 sind Zigaretten der Marke Marlboro in einer Menge von 600.000 Zigaretten Masterkisten. Also sind 600 LKW. Mit einem Wert von 180 Millionen US-Dollar, nur als Beispiel, nach Malta ausgeführt worden. Dann hat der Untersuchungsausschuss in Malta nachgefragt, sind nie angekommen. Dann kam der Untersuchungsausschuss, der aus Montenegriner bestand, zu der Erkenntnis, dass alles gelogen und beschissen worden ist. Und er kam am Schluss zu der Bemerkung, dies wiederum führt zu der Schlussfolgerung, dass es sich um einen Zigarettenschmuggel enormen Ausmaßes gehandelt hat. Der eigene Untersuchungsausschuss sagt, alles was gemacht worden ist, war nur Betrug, Lug und Betrug und diente dem Clan des Dukanovic und seiner Leute. Und ich habe Rechnungen selber gesehen, wie der Finanzminister vom Dukanovic auf Zypern jeden Monat 1 Million überwiesen bekommen hat auf seine Konten. Diese Unterlagen lagen alle vor. Alle diese Unterlagen haben wir vorgelegt. Alle. Ein paar haben ein paar Jahre auf Bewährung gerückt, und die meisten sind freigesprochen worden, weil einfach der Tatbestand der Geldwäsche und damit verbunden der organisierten Kriminalität zum damaligen Zeitpunkt nicht war. Und ich war dabei bei der Gerichtsverhandlung, als das erste Urteil gegen die Leute gesprochen wurde, über die Worte des Vorsitzenden Richters, da saßen die Mitglieder der Mafia, da waren da oben die Familien gesessen, also mir ist unheimlich geworden. Das konnten sie sehen, das waren Mafia-Leute. Dann hat der Vorsitzende Richter Folgendes gesagt am Schluss. Die Schweiz muss sich schämen, hat er gesagt, dass wir diese Leute freisprechen müssen, weil uns die Gesetze fehlen.
Es ist bewiesen, dass dieser Betrug, dass Millionen betrogen worden sind und mit der Mafia gearbeitet worden ist. Aber ich muss sie freisprechen, die Leute, weil es keine Gesetze zum damaligen Zeitpunkt gab. Jetzt gibt es mittlerweile. Jetzt sind sie in Geldwäsche beigetreten, so wie der Vatikan auch. Vorher wussten sie alle nichts. Alle nicht. Ich bin ja nicht mehr tätig in dem Geschäft, aber ich habe mir irgendwann mal abgewöhnt und habe gesagt, völlig sinnlos. Aber das habe ich nicht nur hier festgestellt, sondern das sind alle diese großen Fälle, die ja internationale Dimensionen haben und sie kommen einfach nicht gegen Tabakkonzerne, kommen sie einfach nicht an. Es muss so gewesen sein, dass der Dukanovic sich an die Amerikaner gewandt hat und hat gesagt, wie schaut das jetzt eigentlich aus? Mir geht die Luft aus finanziell. Ich habe mich abgewandt vom Milosevic. Ich stehe jetzt auf eurer Seite. Ich werde hier machen eigenes Land. Und da muss der Chefberater, Kohlbrook, glaube ich, der Verstorbene, der war bei Dukanovic. Und dann hat der Dukano, hat man ihm also sinngemäß gesagt, also was wir nicht wollen, wir, der Westen, dass du Rauschgift schmuggelst, dass du Waffen schmuggelst, dass du Asylanten übers Meer bringst. Das war ja alles in der kritischen Zeit. Und dann hat er gesagt, wir könnten mit Zigaretten leben. Dann hat er gesagt, okay, mit Zigaretten könnten wir leben. Und es ist ein wirtschaftlicher Faktor gewesen. Das sind Milliarden, die Philip Morris gemacht hat. Die Tabakindustrie hat sich dumm und dämlich verdient. Sie können da nicht mehr Geld verdienen. Das war Zoll. Den Zoll zahlt der Verbraucher. Die Philip Morris hat die Zigaretten zum gleichen Preis verkauft an die Schmuggler, wie sie an uns verkaufen. Nur müssen wir eben den Zoll noch bezahlen, die Steuer bezahlen. Und wenn sie 10.000 LKW verkaufen können oder davon 8.000 Philip Morris Produkte, dann war das ein Geschäft für die Amerikaner. Es war ein Geschäft und es war ein politisches Spiel. Dass das so ist und dass die Welt so gestrickt ist, ist mir schon klar. Aber ich frage mich nur, warum man uns danach 10 Jahre ermitteln lässt. Aber es ist natürlich niemand da gewesen, der gesagt hat, hör auf, das wollen wir gar nicht. Lass deine Finger weg, geh dem Asylant mit 3 Stangen Zigaretten nach, dem kannst du auf den Buckel springen, so wie sie es gemacht haben. Das wollten sie nicht, sondern man lässt uns 10 Jahre ermitteln. Wir liefern die Fakten, dass es so war, und dann sagt man Edge. Und ich höre im Nachhinein, dass man mit Brüssel, dass die Tabakkonzerne mit Brüssel einen Deal gemacht haben, dass sie gesagt haben, sie zahlen einen bestimmten Betrag an Brüssel, aber damit nicht mehr weiterverfolgt wird. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Fragen Sie mal in Brüssel. Ich kann Ihnen sagen, das war mir immer klar, dass Zypern, gehen Sie in die Adresse bei der Vodalovic ist, da finden Sie 200 Treuhandfirmen in einem Haus mit 3 Einwohnern. Das war uns alle klar, dass das alles getürkte Firmen sind, dass das alles Unsinn ist. Und jetzt schreibt man auf und sagt, Zypern, das hat man nicht geglaubt, was da alles ist, das darf ja nicht wahr sein. Wir haben das gewusst, der einfache Zöllner hat es gewusst. Der hat auch gewusst, dass in Griechenland nichts geht. Aber es sind politische und wirtschaftliche Interessen gewesen. Der Westen wollte den Dukanovic stützen. Das war Strategie gegenüber dem Milosevic und dem alten System. Und man hat gesagt, du musst überleben. Und wie kannst du überleben? Sagt er, ich handle mit Zigaretten, aber naja, ist ja bloß ein Steuerhinterziehung. Dieser Delikt ist, das ist halt so. Man hat nur eines übersehen. Es gab einen Prozess gegen diese 8 Haupttäter in der Schweiz, in Bellinzona. Bei dem Prozess war ich. Und da wurde von Zeugen, die in Haft in Italien saßen, die den Zigarettenschmuggel mitgetragen hatten, Mitglieder der Mafia, Kronzeugen, diese Kronzeugeregelung, die sind aus der Haftanstalt über Fernsehen zugeschaltet gewesen. Die haben gesagt, natürlich haben wir Kalaschnikow mit rübergefahren. Natürlich haben wir Heroin mit den Schnellbooten mit rübergebracht. Natürlich haben wir Asylanten mit rübergebracht. Hat sich doch niemand daran gehalten an das Ganze. Ich habe erst vor kurzem, nachdem ich gehört habe, dass der Dukanovic erneut Premierminister ist, dann habe ich an den Präsidenten des Parlaments geschrieben. Gibt ja so, man kann ja offensichtlich schreiben, können Sie alle vergessen. Und habe geschrieben, ob das möglich ist, dass der wieder Premierminister ist, ein Mann, der die Europäische Union in den Jahren von bis um 10 Milliarden betrogen hat. Dann hat man mir zurückgeschrieben, das Europäische Parlament in Straßburg hat mit 597-67 Stimmen war dafür für die Aufnahme. Und habe ich gesagt, ob das Voraussetzung ist, dass man wieder aufgenommen wird, weil der Herr Dukanovic wird ja demnächst mit der Frau Merkel an einem Tisch sitzen. Wahrscheinlich wird das du anbieten, aber zu sagen, was hast du eigentlich in den Jahren vorher gemacht? Du hast die Europäische Union um 10 Milliarden beschissen.
Das spielt alles keine Rolle. Sie kriegen keine Antwort. Das interessiert die Leute nicht. Dann habe ich als Antwort noch bekommen, im Übrigen hätte man festgestellt, dass das Land sich also sehr verbessert hätte, da unten sei alles in Ordnung. Dann hat mir einer zurückgeschrieben, den ich auch kenne von Brüssel, hat gesagt, da gibt es einen Bericht über Montenegro. Katastrophal. Mord, Totschlag, Korruption, organisierte Kriminalität. Katastrophal. Dieser Bericht ist nicht erschienen. Den müssen dänische Ermittlungsbeamte dort unten, die müssen gesagt haben, katastrophal, das Land darf nie in die EU. Spielt keine Rolle, wird aufgenommen. Warum? Weiß ich nicht.